Schön, dass Sie alle da sind zu unserer zweiten Veranstaltung des GU-Dialogs in diesem Wintersemester. Der GU-Dialog ist eine Vortragsreihe vom Institut für Gesellschaft und Digitales der FH Münster. Das ist ein interdisziplinäres Institut, in dem Designer, Sozialwissenschaftler und Informatiker gemeinsam an aktuellen, gesellschaftlich relevanten Fragestellungen arbeiten. Heute geht es auch um eine aktuelle, gesellschaftlich relevante und auch durchaus kontroverse Geschichte, nämlich die Elektromobilität. Wir freuen uns, dass heute Abend Professor Christoph Wetter bei uns zu Gast ist, der uns über die Chancen und Herausforderungen der Elektromobilität erzählt. Christoph Wetter hat an der RWTH Aachen studiert und promoviert und ist seit über 25 Jahren als Ingenieur im Umweltschutz tätig, vor allen Dingen im Bereich Abwassertechnik und erneuerbare Energien. Im Jahr 2011 hat er das E-Mobilitätszentrum der FH Münster gegründet. Ein Zentrum, an dem Wissenschaftler aus ganz verschiedenen Disziplinen, also auch interdisziplinär aufgestellt, an den unterschiedlichen Fragestellungen der Elektromobilität forschen. Und vor allen Dingen, was sie dort auch machen, ist mit einer eigenen Fahrzeugflotte und der nötigen Infrastruktur die Alltagstauglichkeit von Elektrofahrzeugen testen. Gut. Nach dem Vortrag sind wie immer Fragen und Diskussionen sehr willkommen. Und danach im Anschluss gibt es im Foyer noch beim kleinen Catering die Möglichkeit, die Gespräche und Diskussionen weiterzuführen. Damit übergebe ich das Mikrofon an Professor Christoph Wetter. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich begrüße Sie auch sehr herzlich, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, dass das Thema Elektromobilität doch so viele Menschen interessiert. Finde ich sehr, sehr gut. Wer von Ihnen wusste denn schon vor dieser Veranstaltung, dass es das E-Mobilitätszentrum der Fachhochschule Münster gibt? Naja, das sind so gut die Hälfte, ist ja gar nicht so schlecht. Wunderbar, zeigt mir aber auch, wir müssen offensichtlich noch mehr Werbung machen und mehr über unsere Arbeiten informieren. Ich möchte Ihnen heute Abend Dinge über die Elektromobilität erzählen, die Sie vielleicht kennen, vielleicht noch nicht kennen. Das ein oder andere Detail wird sicher dabei sein, auch für die E-Mobilitätsfans unter Ihnen, und freue mich auf den Abend mit Ihnen. Mein Thema: Chancen und Herausforderungen in der E-Mobilität. Zunächst möchte ich die Gelegenheit nutzen, um Ihnen unser E-Mobilitätszentrum vorzustellen. Wir sind an unserem Standort in Steinfurt, den Sie ja sicherlich kennen. Das ist unsere stolze Flotte. So weit sind wir gekommen bislang. Also was wir machen E-Mobilität erfahrbar im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, wir haben regelmäßig Schülerpraktika beispielsweise, wo wir dann bevorzugt hier unsere E-Bikes zur Verfügung stellen. Darüber hinaus, für diejenigen, die den Führerschein haben, die dürfen dann auch unser E-Scooter nutzen, und weiterhin haben wir einen Dienstwagen, einen Opel Ampera, und das hier ist ein Teil unserer Ladeinfrastruktur, den wir da entsprechend nutzen, wo wir dann auch eine kleine Ausbildung machen, wo wir ein paar Dinge erzählen, die ich auch heute erzählen werde. Wie wird denn geladen, welche Ströme fließen denn, wie schnell geht das denn und so weiter und so weiter. Das machen wir alles an unserem E-Mobilitätszentrum. Darüber hinaus ist es auch Teil der Lehre. Das heißt, alternative Mobilität ist Teil unserer Ausbildung für die Vertiefer im Bereich Umwelttechnik und Energietechnik. Ja, kommen wir zunächst mal zur historischen Entwicklung. Wie lange gibt es denn eigentlich schon Elektromobilität? Und das Ganze startet im Jahr 1821. Da erfindet Herr Faraday den Elektromotor. So lange gibt es schon Elektromotoren, sodass wir heute davon ausgehen dürfen, dass die Elektromotoren weitestgehend ausgereift sind. Das heißt, es handelt sich um ein Produkt, wo nicht mehr viel zu optimieren ist. Ja, dann gibt es das erste Elektrofahrzeug 1839 und hier die erste E-Lok im Jahre 1851, die in Washington DC eingesetzt wurde, immerhin 31 Stundenkilometer, und Sie sehen also, da lernte die E-Mobilität quasi schon laufen. 1860 kommt dann der wiederaufladbare Bleiakku, und früher war es ja so, dass man bei wiederaufladbaren Batterien von Akkumulatoren sprach. Das hat sich inzwischen völlig geändert. Das heißt, wir reden immer von Batterien, auch wenn sie wieder aufladbar sind.
Dann das erste elektrische Dreirad in Paris, 1881 der erstaunten Weltöffentlichkeit präsentiert. Dann Werner Siemens entwickelt den E-Kutschenwagen mit Oberleitung. Das ist im Prinzip so der erste Omnibus mit Oberleitung, wenn man so will. Also toll, finde ich. 1881 war das, 1886. Da kommt dann die Alternative sozusagen. Herr Benz entwickelt den Benzinmotor und dann teilte sich das so auf. Also Dampf für den Lastverkehr, zum Beispiel die Dampflokomotive. Dann Benzin für die Überlandfahrten und innerstädtisch Strom. Ja, dann geht's weiter. Hier das erste E-Auto sieht noch anders aus, als wir das heute kennengelernt haben. Eher so wie die anderen Fahrzeuge zu dieser Zeit. 1888, 1899 kommt dann der erste Porsche. Und das ist der Porsche, also Ferdinand Porsche baut 1899 das erste Elektrofahrzeug zunächst als reines Elektrofahrzeug mit einer Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern und einer Reichweite von 50 Kilometern. So etwa 100 Jahre später waren wir genau wieder da bei 100 Stundenkilometer maximal und 50 Kilometer Reichweite. Und er hat dann den ersten Range Extender erfunden, der hieß dann nur noch nicht so. Und zwar also hier zwei Radnabenmotoren mit Benzinmotor und einem Generator, wo also der Benzinmotor über den Generator Strom erzeugt hat zum Fahren oder zum Laden des Bleiakkus. Das heißt, die Grundzüge der Technik, die wir heute verwenden, gab es schon vor über 100 Jahren. Dann der Rekord hier, Geschwindigkeitsrekord 105 Kilometer pro Stunde. Ein Franzose im Jahr 1899 und dann kam da die erste Blütezeit der Elektromobilität. Also Reichweiten von über 100 Kilometer wurden erreicht, 34.000 E-Autos waren zugelassen, das sind etwa so viele, wie jetzt wieder zugelassen sind, 565 Fahrzeugmarken, da hat ja die einen oder anderen doch aufgeben müssen und es gab um 1900 etwa 1000 Elektrotaxis in New York City. Also 90% der Taxen waren Elektrofahrzeuge in dieser Zeit. Ja, dann 1911 kam der elektrische Anlasser für Benziner und da wurde es natürlich sehr viel angenehmer, mit einem Benzinfahrzeug zu fahren. Und das hatten auch noch nicht alle Strom in ihren Häusern, sodass also hier dann der Siegeszug des benzingetriebenen Fahrzeugs ansetzte. Dann so im Laufe des nächsten Jahrhunderts sind das eher Nischenfahrzeuge, das kennen Sie ja, wenn Sie auf dem Golfplatz sind, oder beispielsweise hier die Elektro-Oberleitungsbusse, die findet man ja immer noch in verschiedenen Städten. Das kommt übrigens für Münster nicht in Frage, wir haben das diskutiert mit der Stadtverwaltung, also solche hässlichen Drähte in die Stadt, das werden Sie nicht erleben. Oder für außergewöhnliche Einsätze wurden auch Elektrofahrzeuge verwandt. Allerdings ist das Gerät derzeit nicht im Betrieb, wie Sie wissen. Ja, wie ist es dann weitergegangen? Sie wissen, Kalifornien war schon immer ein Vorreiterstaat für verschiedene Dinge, insbesondere wenn es um Umwelttechnik ging. Und es gab mal ein Gesetz in den Vereinigten Staaten und hier in Kalifornien, dass also eine bestimmte Mindestmenge an Elektroautos verpflichtend wurde. Daraufhin hat dann General Motors dieses Auto gebaut und die japanische Konkurrenz hat nicht geschlafen und hat dann zusätzlich etwas entwickelt, nämlich den Toyota Prius, den gibt es seit 1997, ein echtes Erfolgsmodell. Wir werden auch nachher nochmal einen sehen, dann die aktuelle Serie. Und hier eben als Hybrid Electric Vehicle mit den zwei Motoren. Und dann wurde das Gesetz wieder abgeschafft, weil es nicht genug E-Autos gab. Aber Toyota hat weitergemacht, sodass also Toyota heute eines der erfahrensten Werke im Bereich der Elektroautomobilität ist. Und ich zeige auch nachher noch das ein oder andere Auto von Toyota. Ja, schauen wir uns mal an, wie funktioniert denn die Technik, welche Techniken gibt es denn eigentlich und wie ist der Markt? Zunächst mal die Pedelecs oder E-Bikes. Sie sehen, die sind also jetzt auch schon im praktischen Einsatz und da braucht man keine Werbung mehr für zu machen, denn alleine in Deutschland gibt es 2,5 Millionen Pedelecs und insbesondere die ältere Generation nutzt die, wie Sie wissen, da müssen Sie mal ein bisschen vorsichtig sein. Die sind ja zum Teil recht flott unterwegs. Sie sind sehr schnell auf 25 Kilometer pro Stunde, also innerhalb von weniger als 100 Metern. Und
dann können Sie ja mit eigener Kraft entsprechend weiter beschleunigen, sodass diese Fahrzeuge auch mal schnell 30 oder auch schneller sind. Die Idee ist eigentlich, jedenfalls aus meiner Sicht, dass man vom Auto umsteigt auf das Fahrrad, beispielsweise um dann zur Arbeit zu fahren, zum Beispiel mit E hin, bei einer Strecke von 10 oder 15 Kilometer und ohne E zurück. Dann haben Sie auch schon Ihre tägliche Trainingseinheit quasi auf dem Weg und nebenbei erledigt. Es gibt auch schnellere E-Bikes, und zwar die sportlichere Variante, die dürfen dann bis 45 Kilometer pro Stunde fahren, natürlich mit dem entsprechenden Führerschein, das ist dann zum Beispiel der Bofa-Führerschein, den Sie kennen, maximal 500 Watt Leistung, und dann haben Sie natürlich eine Versicherungspflicht, und dann dürfen Sie beispielsweise auch nur die Alkoholmengen trinken, die Sie trinken dürfen, wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind. Dann die E-Scooter, die Roller. Also wir haben ja auch zwei davon und ich bin bei mehreren Werkstätten gewesen und wollte da noch ein Ersatzteil oder Zubehör für haben. Und das hat sich also bei den Verkäufern noch nicht so rumgesprochen, dass diese Fahrzeuge sehr zuverlässig, sehr sparsam und sehr leise sind. Die lassen sich meiner Ansicht nach nur sehr, sehr schwer verkaufen. Also wir haben auch regelmäßig 16-Jährige, die dann mit ihren motorisierten Scootern kommen und da muss der Ton muss dabei sein, habe ich so den Eindruck. Also sind in Deutschland schwer verkäuflich. Anders als in China. Was glauben Sie, wie viele Elektroroller gibt es in China derzeit? Geben Sie mir mal eine Zahl. 5 Millionen. 5 Millionen Elektroroller. Wer glaubt, dass es mehr gibt? Wie viel mehr? 20 Millionen, was habe ich da, 100 Millionen gehört? 100 Millionen, kann man sich das vorstellen? 100 Millionen, kann man sich das vorstellen? Ja, tatsächlich sind es mehr als 200 Millionen Elektroroller, die in China fahren. Stellt man sich die Frage, warum? Was glauben Sie, woran liegt das? Die sind leise und was sind sie auch? Emissionsarm bzw. emissionsfrei, wenn man es ab der Steckdose sieht, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Die fossile Mobilität hat China teilweise sofort übersprungen. Das heißt, wir haben gar nicht auf Benzin gesetzt, der sofort die Massenmobilisierung trägt. Genau, zum Teil wurde diese fossile Komponente einfach übersprungen. Also mit meinem Elektroroller, was meinen Sie? Es ist platzsparend, ich brauche nicht so, also zum Auto. Naja, es ist aber auch preiswerter, das muss man auch noch sehen. Also preiswert bin ich unterwegs. Was noch? Emissionsfrei, das heißt, wenn Smog-Alarm ist, darf ich mit meinem Elektroroller immer noch fahren. Genau. Und wie sieht es aus mit den Kosten für den Betrieb? In China sind die Wohnungen warm und mit Strom vermietet. Das heißt, wenn ich jetzt abends nach Hause komme, dann baue ich meine Batterie aus, trag die hoch, lad die über Nacht und morgens brauche ich sie wieder ein. Das heißt, ich fahre kostenfrei mit meinem Elektroroller durch die Stadt. Und das sind also die Argumente für mehr als 200 Millionen Elektroroller in China. Ja, dann gibt es auch Elektroschiffe, zum Beispiel Alcatraz. Wenn Sie da mal waren, wo ist Alcatraz? USA, San Francisco, genau, kennen wir aus dem berühmten Film. Aber so weit müssen Sie gar nicht fahren. Sie können auch hier mitfahren. Wo denn? Auf dem Aasee. Das ist die Solaris, ganz genau. Das Elektroboot hier auf dem Aasee. Oder es gibt Elektrotransporter. Hier diese Firma beispielsweise fährt mit solchen Fahrzeugen. Und das hier ist eine Teststrecke eines großen deutschen Automobilherstellers. Das ist also tatsächlich ein echtes Foto, wo man untersucht, ob man mit Transporten beispielsweise gelegentlich mit E unterwegs sein kann. Ähnliches könnte natürlich auch für Busse gelten, könnte natürlich auch für kurze Strecken beispielsweise während des Stehens von Bussen der Stadtwerke, könnte man ja dann kurz nachladen mit so einer Oberleitung, um entsprechend auch schwerere motorisierte Fahrzeuge entsprechend auf den Weg zu bringen. Oder man fliegt elektrisch. Also das gibt es inzwischen auch schon, dass Sie entsprechend so unterwegs sein können. So, jetzt müssen wir mal noch ein paar Grundlagen erarbeiten. Was gibt es denn eigentlich so? Da gibt es erstmal die Variante, anstelle von Benzin und Diesel ein Hybridfahrzeug,
wo ein entsprechender Elektromotor verbaut ist und zusätzlich ein Benzin- oder Dieselmotor. Also Hybrid sagt ja zunächst mal gar nichts. Hybrid sagt nur zwei Antriebsarten. Welche, verrät uns das Wort selbst aber nicht. Also ein Hybridfahrzeug könnte Benzin plus Elektro oder Diesel plus Elektro, theoretisch auch Gas plus Elektro oder anderes sein. Ja, dann gibt es die Variante als Plug-in-Hybridfahrzeuge. Also Plug, ne, das ist ja der Stecker, und wenn ich ein Plug-in-Fahrzeug habe, dann hat das auf jeden Fall immer einen Stecker, wo ich dann an dem heimischen oder sonstigen Netz diese Batterie, die entsprechend verbaut ist, nachladen kann. Und ich habe zusätzlich noch einen Benzin- oder Dieselmotor. Dann gibt es das Elektrofahrzeug mit Reichweitenverlängerung, das ist ein sogenannter Range Extender oder hier Range Extended Electric Vehicle. Der Opel Ampera, also der erste, wir werden gleich den neuen auch noch kennenlernen, der erste Opel Ampera, das ist ein Range Extender, das heißt, ich verzichte auf den klassischen zweiten Antriebsstrang, sondern habe zwar auch einen kleinen Benzinmotor, aber der ist nur dazu da, Strom zu generieren, und dann kann ich eben auf unterschiedlichen Drehzahlen unterschiedlich viel Strom generieren, die ich eben brauche, um dann weiterhin elektrisch unterwegs zu sein. Und mit einem solchen Fahrzeug, zum Beispiel mit einem Opel Ampera, den wir jetzt seit 5 Jahren als Dienstfahrzeug haben, der fährt dann eben auch insgesamt 500 oder 550 Kilometer weit. 50 bis 80 Kilometer mit Strom, Reinstrom für die Fahrt zur Arbeit und zurück. Und dann, wenn ich nachher mal weiterfahren will, eben entsprechend weiter. Dann gibt es die reinen Elektrofahrzeuge, Battery Electric Vehicles, darüber werden wir auch gleich noch was hören. Und es gibt auch Brennstoffzellenfahrzeuge, inzwischen gibt es 3 Serienfahrzeuge, die man kaufen kann, wo also die Idee ist, dass ich hier Wasserstoff tanke und dann mit dem Wasserstoff über eine Brennstoffzelle Strom mache und dann wiederum elektrisch fahre. Ja, schauen wir uns mal an, wie entwickelt sich denn die Elektromobilität in Deutschland? Und da sehen Sie hier diese Entwicklung, die ist vergleichsweise steil. Allerdings, wenn man hier dann so guckt und weiß, dass unsere Kanzlerin bis 2020 bei 1 Million Fahrzeuge sein wollte, da muss man eine Menge Fantasie haben, um zu glauben, dass das realisierbar ist. Gleichwohl, wir haben ja noch ein paar Jahre, also jetzt dann nur noch 3, aber immerhin. Und das ist so die Situation. Also wir hatten in 2015 insgesamt 45.000 Elektrofahrzeuge in Deutschland, nicht gerade viel. So, und wenn wir uns jetzt die Frage stellen, wie entwickeln sich denn die Preise für die Batterien? Ich habe hier mal die Preise mitgebracht für Lithium-Ionen-Batterien, weil die ja am häufigsten verbaut werden derzeit. Da sehen Sie, die Preise von 2013 haben sich nach dieser Schätzung bis 2020 etwa auf ein Viertel reduziert. Das heißt, die Batteriepreise sind im freien Fall und wir haben auch eine erhebliche Forschung in diesem Bereich. Da entwickeln sich immer neue Batterietypen, die Leistungsdichte wird höher, die Baugruppen werden kleiner und die Preise fallen. Das ist also eine Entwicklung, die hier extrem Fahrt aufgenommen hat. Und Sie wissen ja, auch hier in Münster werden entsprechend Batterien entwickelt, sodass ich also sehr zuversichtlich bin, dass immer leistungsfähigere und preiswertere Batterien auf den Markt kommen werden. So, dann gucken wir mal, welche Fahrzeuge sind denn am beliebtesten? Wir unterscheiden hier blau die reinen Batteriefahrzeuge, BEV, wie wir jetzt wissen, Battery Electric Vehicles, und die Hybridfahrzeuge. Und da gewinnen die Franzosen hier, Renault Zoe beispielsweise. Offensichtlich gibt es auch viel Geld in Deutschland, der Tesla S auf Rang 2, dann kommt der Prius und dann so ein bisschen abgeschlagen. Unsere deutschen Automobilhersteller sind auch etwas spät eingestiegen. Bin gespannt, ob sie die Kurve noch kriegen. Wir werden das weiter mit Interesse beobachten. So, dann kommt immer, ja, die Reichweite von so einem Elektrofahrzeug, die reicht ja überhaupt nicht aus. Gucken wir mal sehen, ob das stimmt. Also, wir haben hier Berufspendler und nach Entfernung zwischen Wohnungs- und Arbeitsstätte. Und da sehen Sie, die meisten fahren, wohlgemerkt mit ihrem Auto, die können nicht aus Münster sein, sonst wären die mit dem Fahrrad unterwegs, unter 10 Kilometer. Dann 10 bis 25 Kilometer sind nochmal 28%, bis 50 Kilometer sind nochmal 11%, 50 Kilometer und mehr sind gerade mal 4,3%, und von den anderen, auf dem gleichen Grundstück ist auch nicht schlecht, 3,4%. Ja gut, es gibt auch große Grundstücke, also insofern. Da sieht man, in Wirklichkeit brauchen wir im Realbetrieb diese Reichweite gar nicht.
Das heißt, die meisten von uns könnten ganz bequem mit einem Elektrofahrzeug zur Arbeit und zurückfahren, im Zweifel dann dort laden und das wäre gar kein Problem. Und ansonsten haben Sie ja alle Ihre Stadtteil-Autokarte in der Tasche und wenn man dann mal unterwegs ist oder in Urlaubsfahrten, dann kann man sich ein Stadtteilauto leihen zum Beispiel. Wäre eine Variante. Also das ist tatsächlich die Situation. So, jetzt schauen wir mal kurz auf die Technik. Ich will das jetzt nicht vorlesen, ich wollte Ihnen nur einmal so kurz zeigen, welche Fahrzeuge es gibt. Und hier haben wir dann so ein Beispiel für ein Battery Electric Vehicle, wie sowas aussehen kann und was das kann. Dann haben wir hier ein Beispiel für einen Range Extender. Also Sie können den i3, über Geschmack lässt sich ja streiten, den i3, den können Sie bekommen als Battery Electric Vehicle oder als Range Extender. Also der hat jetzt auch zunehmende Verkaufsfahrten. Die Leistungen sind auch, wie ich finde, inzwischen sehr ordentlich. Das heißt, wenn ich mit so einem Auto 300 Kilometer fahren kann, so wer braucht denn da noch mehr Reichweite? Dann haben wir hier so einen Prius Plug-in-Hybrid, den zeige ich Ihnen auch gleich nochmal. Ich habe den zufällig vorige Woche in Japan auf einer Messe gesehen und das fand ich besonders, da zeige ich Ihnen gleich das Bild noch dazu. Und das war das erste Hybridfahrzeug in Großserie, also das kann auch was und das taugt dann auch. So, dann haben wir hier den Opel Ampera e, das ist ein Fahrzeug, was jetzt kommen wird. Das ist ein rein elektrisch betriebenes Fahrzeug, hat jetzt mit dem Ampera, den Sie möglicherweise kennen, nichts mehr zu tun, außer dem Namen. Ansonsten gibt es da entsprechende Unterschiede, das ist ein Battery Electric Vehicle. Und das hier ist der Toyota Mirai, den habe ich auch vorige Woche in Japan gesehen. Und der kostet inzwischen so größenordnungsmäßig 78.000 Euro, also verglichen mit dem Tesla gar nicht mal so teuer. Und der kann eben auch 500 Kilometer Reichweite. Wir haben auch eine Tankstelle hier in Münster. Also wenn Sie Münster Süd, also das neue Süd, wenn Sie da abfahren, dann haben Sie unmittelbar dort eine Tankstelle, wo Sie auch Wasserstoff tanken können. So, dann, es gibt doch kaum Ladestationen und das Tanken dauert viel zu lange. Habe ich auch oft und gerne gehört in den letzten Jahren. Und jetzt ist die Frage, hat sich denn da was Grundsätzliches verändert oder wie gehen wir denn damit um? Schauen wir mal rein. Also, statistisch gesehen ist jedes Auto 79 Minuten pro Tag unterwegs. 22,5 Stunden steht das Fahrzeug. Das sind also gar keine Fahrzeuge, sondern Stehzeuge in Wirklichkeit. Das heißt, ich habe im Grunde genommen jede Menge Zeit aufzuladen. Das heißt, ich habe alleine in Deutschland 22 Millionen Ladepunkte, die derzeit existieren, nämlich die ganzen Häuser, in denen man laden könnte. So, und das ist genau das Problem. Das hier ist von meiner Solaranlage. Das Rote ist unser Strombedarf. Das Gelbe ist die Leistung von der Photovoltaikanlage. Das hier ist der selbstgenutzte, selbstproduzierte Strom, das Grüne. Und das ist das Problem. Ich bin zu spät nach Hause gekommen. Hätte ich mal mittags aufgehört zu arbeiten, dann hätte ich also schön mit unserem Strom hier laden können. Und so bin ich halt draußen. Und da ist jetzt die Frage, wie löst man das denn? Und aus meiner Sicht wäre die Lösung hier, dass der Arbeitgeber mittags dann das entsprechend zur Verfügung stellt. Und das ist inzwischen steuerlich auch möglich. Das heißt, Sie haben keinen Mehrwert mehr, den Sie versteuern müssten. Und so wäre dann die Idee, also es gibt eine Ladestation bei dem entsprechenden Arbeitgeber und da könnten Sie dann tanken. So, jetzt stellt sich dann noch die Frage, wie denn? Entweder Sie tanken mit dem guten alten Schuko-Stecker, das funktioniert auf jeden Fall immer überall. Sie wissen ja, 230 Volt, maximal 16 Ampere und damit bekommen Sie eine maximale Ladeleistung von 3,68 kW. Das ist aber eher ein rechnerischer Wert. Praktisch ist das dann eher begrenzt auf, sagen wir mal, 2,5 oder 3 kW. Das heißt, ich kann jetzt hier an dieser Stelle 3 Kilowattstunden pro Stunde tanken. Dann ist eben die Frage, wie viele Kilowattstunden brauche ich denn, um 100 Kilometer fahren zu können? Und da lautet die Antwort 20. Das ist ein guter Wert. 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Da kann ich auch schon sehr zügig unterwegs sein. Bitte schön. Können Sie das mal vielleicht gegenüberstellen? Was brauche ich mit dem Auto? Was brauche ich mit dem E-Bike? Gedulden Sie sich noch einen Augenblick. Dann die zweite Möglichkeit wäre,
ein CEE-Stecker oder Steckdose mit 400 Volt, 16 Ampere. Damit kann ich 11 Kilowattstunden pro Stunde transportieren. Das heißt, ich müsste 2 Stunden laden, um 100 Kilometer fahren zu können. Oder ich nehme einen 32 Ampere-Stecker und hätte dann die Möglichkeit, meinen Strombedarf für 100 Kilometer in einer Stunde zu decken oder 50 Kilometer in einer halben Stunde. Und diese Stecker, die gibt es eigentlich überall. Also diese 32 Ampere, die findet man häufiger. Es geht auch so, dass Sie mit 63 Ampere laden könnten, dann wären Sie dann bei 44,4 Kilowattstunden, dann bräuchten Sie quasi noch eine Viertelstunde für 50 Kilometer. Also die Technik ist im Grunde genommen verfügbar. Und das ist das, was man so derzeit findet, das Combined Charge System. Und das hat hier einen Gleichstromanschluss. Und das ist eine normale Ladung, der Power Charger, der kann auch das Doppelte oder mehr. Das heißt, also da ist auch noch Luft nach oben bei den entsprechenden Ladeleistungen. Nur für die Automobilität benutzt man eigentlich einen anderen Stecker, und zwar den hier. Das ist der sogenannte Typ 2 Stecker. Und die Firma Mennekes aus dem Sauerland hat sich hier durchgesetzt, hat diesen Stecker entwickelt und hat damit jetzt weltweit ein genormtes Steckersystem. Also überall in Europa finden Sie das auf jeden Fall und auch in weiten Teilen der Welt, also beispielsweise in den USA. Und der hat eben den großen Vorteil, dass der verriegelbar ist. Sie sehen hier diese Nut und Sie können dann in dem Augenblick oder bevor Strom durchfließt, wird der Stecker verriegelt und damit können Sie während des Ladevorgangs können Sie den nicht abziehen. Ansonsten würden Sie einen Lichtbogen erzeugen und die technisch Versierten wissen, mit Lichtbögen kann man sogar schweißen. Und wenn man da die Finger reinkriegen würde, wäre das schlecht. Deshalb also hier diese Sicherheit an der Stelle. Und ich habe dann die entsprechenden Möglichkeiten, den Strom zu übertragen. Und ich habe hier oben noch Steuerleitungen. Das heißt, wenn ich jetzt den Stecker reinstecke, dann unterhält sich meine Steckdose mit dem Auto, die vereinbaren, was denn so höchste Ladeleistung sein könnte. Dann ruft die Steckdose mal kurz beim Versorger an und fragt, ich habe hier den und den Kunden, kodiert über das Kabel. Und die Frage, zahlt der immer seine Rechnung? Ist das überhaupt unser Kunde? Darf ich dem Strom geben? Und dann sagt der Versorger, ja klar, der zahlt immer pünktlich seine Rechnung, ist doch der Herr Meier. Und dann wird Strom freigegeben. Das Ganze passiert natürlich in Sekundenbruchteilen und da gibt es eben auch diese Kommunikationsmöglichkeiten. Das Foto habe ich vorige Woche in Japan gemacht. Das ist der neue, das aktuelle Modell von dem Toyota Prius und der zeichnet sich dadurch aus, dass der hier 2 Stecker hat. Auf der Seite ist der Input-Stecker, das ist die japanische Variante, das ist die sogenannte Shademo. Wenn Sie das übersetzen, dann ist das Zeit für eine Tasse Tee. Und das ist das Steckersystem, was üblicherweise in Japan verwendet wird. Oder hier hinter ist ein Typ 1. Und hier ist das so, das war ja auf der Messe. Und dann haben die, hier geht der Strom rein, hier kommt der Strom raus. Und die haben den Messestand mit der Energie aus dem Auto beleuchtet und den gesamten Bedarf da gedeckt. Fand ich ganz witzig. Aber hier haben sie jetzt dann natürlich auch ein Fahrzeug, was sie unmittelbar als Speicher für zu Hause verwenden können. Das heißt, wenn sie dann das eine Kabel reinstecken oder meinetwegen auch beide Kabel und dann dem Auto sagen, was es tun soll. Zum Beispiel, ich möchte morgen früh mindestens 10 Kilowattstunden geladen haben, damit ich entsprechend zur Arbeit fahren kann. Und bis dahin kann der Speicher des Autos genutzt werden für die häuslichen Belange. Oder ich kann Strom kaufen und verkaufen oder ähnliches. Also das, was sich hier wie Zukunftsmusik anhört, dieses Auto kann es schon. Ja, dann kommt die Frage, wie viele Ladestationen haben wir denn in Deutschland? Und hier sieht man so die Verteilung. Insgesamt sind es, neben den 22 Millionen, die wir zu Hause haben, 5.836. Und zum Vergleich, es gibt 14.500 Tankstellen in Deutschland. Und man spricht von einem flächendeckenden System bereits ab wenigen hundert. Das heißt also, wenn Sie beispielsweise bei den Erdgastankstellen, war das so, nachdem es über 400 gab, haben dann die Betreiber gesagt, so, wir haben jetzt flächendeckend Gas in Deutschland. Also Sie sehen, im Grunde genommen gibt es auch genügend viele Stromtankstellen in Deutschland. Und hier sieht man dann, wie viele das sind. Also insgesamt hier 0,57 Fahrzeuge pro
Oder ich muss anders sagen, also wir haben 0,57 Elektrofahrzeuge pro 1000 Fahrzeuge. Das heißt, da ist noch eine Menge Luft nach oben, bevor dann die Stellplätze an den Elektrotankstellen knapp werden. So, dann Elektroautos sind viel zu teuer. Schauen wir mal. Also, es gibt einen Kabinettsbeschluss vom 18. Mai 2016. Rein elektrische Fahrzeuge bekommen eine Förderung von 4.000 Euro, Plug-in-Hybride 3.000. Voraussetzung, also insgesamt sind 600 Millionen stehen zur Verfügung, ist noch Geld da. Sie können also Ihren Wagen bestellen. Und Obergrenze bei 60.000 Euro, also die Tesla-Fahrer sollten offensichtlich hier nicht unterstützt werden. Und Ansprechpartner ist die BaFa. Das ist alles vergleichsweise einfach. Es gibt auch solche Modelle, wo die Firma 2.000 zahlt und 2.000 werden dann noch ergänzt und ähnliches mehr. Also da gibt es auf jeden Fall schon mal eine Förderung. Ist vielleicht nicht so viel, aber immerhin. Dann gibt es ein Maßnahmenpaket. Es werden insgesamt für 300 Millionen neue 15.000 weitere Ladestellen aufgebaut und es gibt eine Steuerbefreiung von Elektroautos. Derzeit liegt das bei 5 Jahren, demnächst dann bei 10 Jahren und das Laden am Arbeitsplatz ist steuerfrei. Also im Grunde genommen sehr günstige Voraussetzungen, um die Elektromobilität nach vorne zu bringen. Dann gibt es das EMOG. Und hier gibt es besondere Berechtigungen, das heißt, die Stadt kann sagen, wir sind einverstanden, wenn Elektrofahrzeuge zum Beispiel auf öffentlichen Straßen oder Wegen parken, kostenfrei, Nutzung von Busspuren und so weiter und so weiter. All das kann man regeln, wenn man das möchte, als Stadt. Bedingung ist, dass man entweder maximal 50 Gramm CO2 ausstößt pro Kilometer oder mindestens eine elektrische Reichweite von 40 Kilometern hat. Und wenn man das hat, dann darf man sich ein Kennzeichen machen lassen mit einem E hier hinten. Das heißt, das ist der Ausweis dafür, dass ich ein Elektrofahrzeug habe, was mindestens 40 Kilometer rein elektrisch fahren kann. Und wenn ich aus dem Ausland komme und damit kein deutsches Kennzeichen habe, dann kann ich eine solche Plakette beantragen, die also das Gleiche aussagt, sodass ich weiß, also entweder ein deutsches Fahrzeug mit dem E hinten oder eine Plakette mit dem E, wenn es ein ausländisches Fahrzeug ist. Und damit darf ich dann diese Sondernutzungen, die es allerdings nur selten gibt, entsprechend in Anspruch nehmen. Also hier haben wir das, 2 Busspuren in Dortmund dürfen genutzt werden. Ansonsten gibt es Privilegien eigentlich noch nicht. Im Moment haben Sie in Münster noch den großen Vorteil, es gibt ja von den Stadtwerken insgesamt 11 öffentliche Ladesäulen und da können Sie dann kostenfrei stehen und laden. Sie dürfen natürlich nur da stehen, solange wie Sie laden, ist ja klar. Aber immerhin, so können Sie dann neben dem Kaufhof beispielsweise stehen, kriegen sofort einen Parkplatz, also das ist ja ganz gut. So, dann kommt bei den Strompreisen, fahre ich doch nicht elektrisch. Schauen wir mal, jetzt kommt der Vergleich. Also benzinbetriebenes Auto, sagen wir mal 8 Liter auf 100 Kilometer, sagen wir mal Benzinpreis 1,30, dann brauche ich 10,40 Euro auf 100 Kilometer. Passt so ungefähr, denke ich mal. Wenn ich ein Elektroauto habe, dann brauche ich, sagen wir mal 20 Kilowattstunden, ist aber eigentlich schon viel. Die meisten rechnen mit 18 und ich bin mit unserem Ampere auch schon mal mit 11 gefahren, also da ist noch ein bisschen Luft. Strompreis sagen wir mal 29 Cent, dann brauche ich 5,80 Euro. Das heißt, das sind 56% gegenüber Benzin. Das heißt, die Betriebskosten liegen etwa bei der Hälfte. Steuern zahlen wir ja auch keine. Wenn ich jetzt eigenen Strom habe, also ich bekomme zum Beispiel für rückgespeisten Strom, bekomme ich eine Vergütung von 12 Cent. Und wenn ich den Strom nutzen würde, dann müsste ich aber mittags zu Hause sein, ist klar, dann würde ich 2,40 Euro bezahlen. Das heißt, ich habe 23% der Betriebskosten gegenüber einem Benzinfahrzeug. So, wenn das keine Argumente sind, dann weiß ich es nicht. Elektroautos haben eine schlechtere Klimabilanz als Benziner. Haben wir gerade in den letzten Wochen immer verstärkt in den Medien gehört. Schauen wir da mal hin. Also, das ist die Situation vom Umweltministerium. Der durchschnittliche Benziner hat 133 Gramm CO2 pro Kilometer, Diesel so ähnlich, Diesel hat noch andere Probleme, wissen wir ja. Und wenn man hier dann sagt, es könnte aber Biodiesel sein oder Bioethanol, dann sieht die Bilanz ein bisschen besser aus, aber immer noch nicht gut. Wenn ich jetzt mit einem Elektrofahrzeug fahre und sage, ich möchte nur Strom aus Steinkohle, ich weiß nicht, geht das eigentlich? Kann man, den Tarif gibt es gar nicht, ne? Dass man sagt, nur Strom aus Kohle? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht.
Oder ich sage, ich nehme den deutschen Strommix, weil ich keinen anderen habe. Dann hätte ich hier schon mal die Bedingungen erfüllt, aber das kann nicht der Sinn sein. Also Elektromobilität ergibt nur Sinn, wenn ich mit Strom aus erneuerbaren Energien fahre. Insofern kann ich mir hier solche Vergleiche eigentlich schenken. So, und hier in diesen 5 Gramm CO2 pro Kilometer, da sind jetzt entsprechend enthalten die Herstellungskosten des Fahrzeuges. Und bei synthetischem Diesel aus Kohle, das ist, glaube ich, nicht das Zukunftsmodell. Ja, Sie sehen also, Sie haben ein umweltfreundliches Fahrzeug. Und insofern ist das eine gute Sache. Wenn man jetzt mal hier guckt, also den Vergleich, wir haben in Deutschland 45 Millionen Fahrzeuge, also wir sprechen von PKWs an der Stelle, mit einer durchschnittlichen Fahrleistung von 13.000 Kilometer pro Jahr. Und wir haben CO2-Ausstoß von 77 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Wissen Sie eigentlich, wie viel CO2 Sie persönlich verursachen? Ich finde das nämlich immer so witzig, dann wird dann vorgerechnet, wir sparen so und so viele Tonnen CO2 und kein Mensch weiß, was das bedeutet. Wie viele Tonnen CO2 produzieren Sie im Jahr? Bitte schön. Nochmal? 5 Tonnen. 5 Tonnen würden Sie, sind Schwede. Nicht, nee. Dann hätte es gestimmt. 13, dann wohnen Sie im Ruhrgebiet. 10. Ganz, Dortmund. Gut, also 10 Tonnen ist der Durchschnitt für den Bundesbürger. Und jetzt sehen Sie hier, dass alleine aus der Mobilität 1 Tonne stammt. Das heißt, 1/10 unseres CO2-Ausstoßes stammt aus Mobilität mit PKWs, wie man hier leicht sieht. Das sind die gesamten verursachten Emissionen aus Fahrleistung. Also alle Benzin- und Diesel-PKWs in Deutschland verursachen dieses CO2. Und somit kann man jetzt umrechnen, wenn ich jetzt durch 80 Millionen Leute teile, habe ich ungefähr 1 Tonne CO2 aus Fahrleistung pro Person. Mit dem Strommix aber brauchen wir nicht mehr rechnen. Und wenn ich jetzt diese Fahrleistung hier mit erneuerbaren Energien machen würde, bei gleicher Fahrleistung, dann sehen Sie, reduziere ich meine CO2-Emissionen aus Mobilität drastisch. Nämlich auf 3,7%. Damit könnten wir fast 10% unseres CO2-Ausstoßes minimieren. Übrigens, wenn Sie wissen wollen, wie viel Sie selbst davon beeinflussen durch eigene persönliche Entscheidung, was schätzen Sie, wie viel Prozent Ihrer 10 Tonnen CO2, für die Sie verantwortlich zeichnen, produzieren Sie selbst und können selbst darüber entscheiden, ob die entstehen oder nicht? Nee, so viel ist es leider nicht. Es liegt bei 4,5. Das heißt, 45% der CO2-Emissionen, die Sie tatsächlich produzieren, da entscheiden Sie selbst, ob Sie die produzieren wollen oder nicht. Wir hatten das ja gerade durch die Wahl Ihres Essens, Ihrer Mobilität, Ihrer Art zu heizen und so weiter. So, das wäre also auch noch ein vernünftiges Argument. So, und dann kommt, wo soll denn der ganze Strom herkommen? Bitte schön. Sehr gerne. Ja, das kann ich Ihnen sagen. Lassen Sie mich kurz darüber nachdenken. Und zwar haben Sie ungefähr 2,5 Tonnen CO2 bei einem Flug nach Japan. Und dann? Nee, pro Person. Pro Person. Also das haut unglaublich rein. Also wenn Sie fliegen, das haut unglaublich rein. Deshalb besser nicht fliegen. Oder wenn Sie schon fliegen, dann gibt es ja die Ablassbriefe, ne? Wo Sie dann also Geld spenden können für umweltunterstützende Projekte. Also Atmosphäre zum Beispiel, das heißt, wann immer Sie fliegen, gehen Sie ein www.atmosphäre, dann schreiben Sie rein, wo fliegen Sie hin, dann wird gerechnet, wie viel CO2 entsteht da und dann können Sie dafür so und so viel Geld bezahlen und mit diesem Geld werden dann Bäume in irgendwo gepflanzt. Und dann haben Sie ein besseres Gewissen. Bitteschön. Kommen wir gleich darauf zu sprechen. Gut, machen wir hier mal weiter. Also so viel Strom haben wir gar nicht, heißt es dann immer wieder. So, schauen wir mal, das Ziel der Bundesregierung war 1 Million Fahrzeuge bis 2020. Wir werden das wahrscheinlich nicht erreichen, aber sei es drum, rechnen wir doch mal damit. Das heißt, wir bräuchten dann zusätzlich 2,6 Terawattstunden pro Jahr
für zusätzliche 1 Million Fahrzeuge. Das wäre zusätzlich 0,4% des Strombedarfs, der in der Bundesrepublik Deutschland besteht. Würde ich sagen, sollte gehen. Denn wir haben insgesamt 648,3 Terawattstunden Stromproduktion, davon derzeit 188,2 aus erneuerbaren Energien. Die Quote ist ganz gut, wir liegen jetzt ungefähr bei 33% und sind damit weltweit an einer ganz guten Position bei erneuerbarem Strom. So, jetzt heißt es dann immer, ja, aber wenn alle Fahrzeuge elektrisch fahren würden, also alle 45 Millionen PKWs mit der Fahrleistung, kennen wir schon, mit dem Strombedarf, was glauben Sie? Wie viel Prozent mehr Strom brauchen wir dann in Deutschland? 50. Was schätzen Sie? 2,6. Ja, und das ist in Prozent? Was schätzen Sie? Mal so gefühlsmäßig. 10, 20, das Doppelte, das Dreifache, das Zehnfache. 40%. Schauen wir mal, wenn man das ausrechnet, kommt man auf plus 18% Strombedarf. Also, da dieses Ziel in weiter Ferne liegt, bin ich also ganz entspannt, dass wir auch hier diese 18% Strombedarf, insbesondere bei dem zügigen Ausbau der erneuerbaren Energien, darstellen können. Dann stellt sich die Frage, dann kommt immer, ja, aber die Spitzenlast, ne? Wenn alle gleichzeitig tanken würden, hätten wir eine hohe Spitzenlast, starke Inanspruchnahme der Kraftwerksleistung. Gleichwohl, eigentlich ist es doch eher so, dass die meisten Autos nachts tanken. Also sinnvoll verteilt, entlastende Wirkung auf die Stromversorgung. Und die meisten von Ihnen haben doch sowieso schon eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, oder? Wer oder wessen Eltern haben denn eine Photovoltaikanlage auf dem Dach? Oh. Naja, also nach heute haben Sie dann die Chance, dieses Projekt in Angriff zu nehmen. Sie können Ihre Eltern ködern damit, dass Sie sagen, also es ist ein wirtschaftliches Projekt. Sie haben und hatten zu jeder Zeit eine Rendite zwischen 3 und 6% pro Jahr. Das ist mehr, als Sie derzeit auf der Bank kriegen können. Und Sie haben gutes Gewissen und Sie haben die Voraussetzungen für ein Elektrofahrzeug geschaffen. Und das nächste Projekt wird dann der eigene Speicher im Keller. Damit erhöhen Sie dann Ihren eigenen Stromnutzen von 30% auf etwa 70%. Also das wäre doch was. Und wenn alle so eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hätten, dann würde also unser Stromnetz drastisch entlastet und Sie hätten also den Vorteil, dass wir sehr viel weniger insgesamt tun müssten oder schneller unsere Klimaziele erreichen könnten. So, dann kommt, aber die kommen doch alle aus China. Ja, die kommen zu über 80% aus China. Aber wenn man das rechnet, und wir haben mal über einen Zeitraum von 20 Jahren gerechnet, dann haben Sie letztlich den Mehrwert, der in Deutschland bleibt, in der Größenordnung von 45%. Und wir müssen ja auch dran denken, die Chinesen müssen ja auch Geld verdienen, damit die unsere anderen Sachen kaufen können. Also insofern ist das alles ganz in Ordnung. So, konventionelle Mobilität, das wäre ja die Alternative. Wenn ich jetzt dann immer höre, nee, also Elektroautos, das ist nichts. Bleiben wir lieber dabei, wie wir das jetzt machen. Was bedeutet das denn? Das bedeutet, wir haben 45 Millionen Autos, wir haben 13.000 Kilometer Fahrleistung, wir brauchen 8 Liter, also 8,5 Kilowattstunden pro Liter Benzin. Das heißt, wir müssen einen Import von 398 Terawattstunden pro Jahr Kraftstoffimport. Also etwa die Hälfte des Stroms, den wir machen, den kaufen wir uns als Kraftstoff. Und wie hoch ist denn unsere Bioquote derzeit? Wie hoch ist der Anteil an fossilen Energien in Deutschland für Mobilität? Schätzen Sie mal in Prozent. Ungefähr. 6. Also der Anteil am fossilen Anteil der Kraftstoffe in Deutschland. Der fossilen. Also andersrum, Sie haben es andersrum gemeint, genau. 94%. Das heißt, 94% unseres Kraftstoffes wird importiert. Wenn der Rohölimport nach Deutschland, aus welchen Gründen auch immer, mal für, sagen wir mal, 3 Monate stocken würde, dann steht dieses Land im wahrsten Sinne des Wortes. Insofern finde ich, auch bei den Schwierigkeiten, die es derzeit noch geben mag, wir kommen gleich noch auf die Batterien, ist es immer noch sinnvoller, den Wandel anzugehen, als zu sagen, nee, dann fahren wir mal weiter, so wie bisher. Wobei, je nachdem, wenn Sie fragen, es gibt also zum Beispiel
Der Mineralölwirtschaftsverband sagt, also wir haben in den letzten 50 Jahren dafür gesorgt, dass genügend viele Kraftstoffe in Deutschland in hoher Qualität zu einem fairen Preis zur Verfügung standen und wir werden es auch in den nächsten 50 Jahren tun. Da würde ich fragen, ja gut, und danach? Aber gut. So, dann, und woher kommen die seltenen Erden für die Batterien? Die sind schließlich selten, das würde ja nicht so heißen. Also, wir brauchen Lithium und Kobalt für diese Batterien. Im Wesentlichen, wenn wir jetzt über Lithium-Ionen-Batterien sprechen, da sind gar keine seltenen Erden drin. Das heißt also, dieses Argument fällt an der Stelle weg. Hier haben wir Reserven, 13,5 Millionen Tonnen, Ressourcen, 39 Millionen Tonnen. Also selbst bei globalem Umstieg wären die nicht erschöpft. Und wir haben natürlich auch die Verpflichtung, jedenfalls sehe ich das so, zum Recycling. Wenn man sich jetzt mal den Batteriemarkt anguckt, wie er derzeit ist, ich spreche jetzt gerade von den Starterbatterien, das sind also üblicherweise Bleigel- oder Bleisäure-Akkus, die werden zu nahezu 100% recycelt. Versuchen Sie mal eine Batterie zu bekommen und die zu behalten. Also wir haben das mit Busbatterien versucht, die kriegen Sie gar nicht. Da müssen Sie dann unterschreiben und erklären, dass Sie die auf jeden Fall zurückbringen, weil Sie ein vollständig geschlossenes System haben. Und wir sind derzeit bei den Lithium-Ionen-Batterien, sind wir derzeit bei einer Kreislaufquote von etwa 57%. Das ist schlecht. Da bin ich der Ansicht, da müssen wir dran arbeiten, daran wird auch gearbeitet und dafür ist dann die Ressource auch zu schade, als dass wir die nicht wiederverwerten können oder noch nicht können. Das ist zweifellos ein Punkt, wo wir dran arbeiten müssen. Dann mit Kobalt, umstritten, weil der Großteil aus der Demokratischen Republik Kongo kommt, wenn sich irgendwas demokratisch nennt, ne, Vorsicht, wird dann üblicherweise aber zurückgewonnen. Also hier sind wir auf dem Weg. Wobei die Frage ist dann auch noch, sind es denn wirklich die Lithium-irgendwas-Batterien, die wir zukünftig haben werden? Es gibt zum Beispiel eine Prognose aus dem Jahr 1885 für New York, dass New York im Jahr 1963 im Pferdemist ersticken wird. Es ist anders gekommen. Sie wissen, Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn es um die Zukunft geht. Insofern schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ich komme zum Schluss, meine Damen und Herren. Welche Chancen haben wir denn? Minderung von Treibhausgasemissionen und Luftschadstoffen, Kostenreduktion durch wirtschaftliche Skaleneffekte, Unabhängigkeit von Ölimporten, Akzeptanzsteigerung durch technischen Fortschritt. Herausforderungen haben wir noch beim Infrastrukturausbau. Und da möchte ich auch noch was sagen, was mir sehr wichtig ist. Wir haben gar nichts gewonnen, wenn wir jetzt 45 Millionen Verbrennungsmaschinen ersetzen durch 45 Millionen Elektrofahrzeuge. Dann stehen nämlich die Elektrofahrzeuge im Stau. Das kann es nicht sein. Also sollten wir jetzt die Chance nutzen und uns über neue Mobilitätskonzepte, neue Verkehrskonzepte Gedanken machen und zu überlegen, wie können wir denn die Verkehrswende so gestalten, dass wir letztlich auch einen Vorteil haben. Und ich fahre jeden Tag hier raus und mir kommen jeden Morgen immer so 3-4 Kilometer Autos entgegen. Und wenn die alle elektrisch wären, wird es auch nichts nutzen. Also wir brauchen neue Mobilitätskonzepte, die dann elektromobil sind, die den öffentlichen Personennahverkehr stärken, wo Sharing-Konzepte einen Vorteil bieten und ähnliches mehr. Das heißt, Sie können zum Beispiel auch ein Elektroauto beim Stadtteilauto, können Sie auch dort mieten. Diese Möglichkeit besteht inzwischen auch. Dann können Sie auch, falls Sie bei uns noch nicht die Gelegenheit hatten, auch mal E-Mobilitätserfahrung machen. Ansonsten sind Sie natürlich auch herzlich willkommen, mal zu uns nach Steinfurt zu kommen und das ein oder andere Fahrzeug zu testen. Und wir brauchen, ich habe es gerade erwähnt, ein vollständiges Recycling, nicht nur der Fahrzeuge, da ist ja die Automobilindustrie auch relativ weit, sondern eben auch der Batterien an dieser Stelle. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.